Arme Tante Yvonne. Naja, immerhin 97 Jahre alt. Ich meine, sie hatte ein schönes Leben. Hier. Was ist das? Ihr Testament. Ich habe es von Monsieur Bernardin, ihrem Notar. Für mich? Und? Geht's ihr gut, dem Tantchen? Ja, mittelprächtig. Sie ist tot. Ach, die Ärmste! Und? Hinterlässt sie dir viel? Warum fragst du? Na ja, du hast gerade eine Flasche Shampoos aufgemacht. Ich werde doch meine lebenslange Überzeugung nicht über den Haufen werfen für 150.000 Euro. 1 Million. Ja gut, wie du willst. Wie bitte? 1 Million Euro. Nicht 150.000, 1 Million, grob geschätzt. Hm? 1 Million, Donnerwetter. Das ist ein Witz, oder? Aber das Problem ist doch, dass ich mich für keine Frau entscheiden will. Dann heirate doch einen Mann. Bist du verrückt? Ich bin noch nicht schwul. Jetzt, wo das Gesetz für die gleichgeschlechtliche Ehe durch ist, kannst du heiraten, wen du willst. Ein Mann, eine Frau oder irgendwas dazwischen. Hm? Du hast schon wieder vergessen, den Müll runterzubringen. Schrecklich, überall war eine Schlange. Ich hab dir gesagt, du sollst früher gehen. Heute ist Samstag. Er hat Florence angerufen. Willst du mein Schlafzimmer sehen? Nee, ist ab. Komm. Henri! Was denn noch? Es hat geklingelt, was soll ich tun? Ja, mach auf, ich bin im Bad. Ja, und wenn's der vom Nachlassgericht ist? Wie? Wenn's der vom Gericht ist? Ja, dann kümmere dich um ihn. Zieh die ganz große Nummer ab, okay? Hallöchen. Guten Tag, Monsieur. Kommen Sie rein. Monsieur de Sassy ist unter der Dusche. Hör auf, dich blöd zu stellen, es ist ja langsam peinlich. Also erstmal ist Dominique keine Frau, sondern ein Mann. Ein Mann? Ja. Der den gleichen Namen hat wie du? Klar, der den gleichen Namen hat wie ich, weil er mein Bruder ist. Dein Bruder? Ja.